Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde. My Little World. Jo, ich habe beschlossen, in der heutigen Folge mal ein bisschen über meine Kunden zu lästern. Dementsprechend würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Mein Plan war es nämlich, dass ich mir einen Kunden raussuche, der ziemlich viel einkauft und dann darüber diskutiere, was von dem jetzt sinnvoll war und was nicht so. Und vielleicht rüste ich auch noch irgendwas anderes auf, was ich aufrüsten kann. Gucken wir mal. Kann ich Kasse aufrüsten? Nein, kann ich nicht. Kann ich irgendwas aufrüsten? Was muss ich nochmal alles aufrüsten? Ich muss Parkplätze, Personal, Lieferant. Okay. Ja gut, kann ich nicht machen. Vielleicht kann ich Lieferant aufrüsten. So, einmal betont, einmal Holz. Umtauschen. Machen wir. Oh, vielleicht sollte ich es laut machen. So. Gut, dann schauen wir mal. Kommt da einer? Irgendwo her? Ja, du. Okay, die kauft sich viel ein. Der Opa. Das geht schon. Gucken wir mal. Okay, wir nehmen den Opa. Schauen wir mal, was ist denn direkt nebeneinander? Also Honig und Tomaten haben wir nicht. Honig und Äpfel sind nebeneinander. So wie den, ja. Muffins. Ich muss doch leiser machen für mich. So. Und dann sind die Fischstäbchen, beziehungsweise Fischfilet auf der anderen Seite der Filiale. Wieso gehen die eigentlich alle voll über den Parkplatz? Unfassbar. Vor allem der Opa in seinen jungen Jahren sollte das doch eigentlich besser wissen. So, guck mal, wie verändert sich seine Stimmung? Wie kauft er ein? Gut, Opa. Also, lass mich raten. Erstmal kriegst du einen Spontankauf. Magst du meine Filiale schon mal, das ist gut. So, zuerst. Er guckt keine Tomaten. Würde ich natürlich auch immer als erstes gucken. Was gibt's nicht? Gut, Äpfel, dann geht er zum Honig, dann findet er wahrscheinlich das ekelhaft, genau. Gönnt sich aber den Honig. Perfekt. So, jetzt Muffins. Gut, gut. Gerade für ihn aufgefüllt. So eine Stimmung ist schon bei 50%, würde ich sagen. 50% gut. Und er hat alle Muffins bekommen und jetzt sucht er nach Fischfilet. Okay, er macht sinnvoll, er geht doch tatsächlich wirklich sinnvoll in der Filiale vor und versucht einen möglichst kurzen Weg zu haben. Das ist gut, das gefällt mir, das ist logisch. So würde ich auch machen. So, jetzt ist die Frage, wie verändert sich seine Stimmung beim Bezahlen? Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass zumindest mindestens die kleinen Kinder sehr mies gelaunt sind, sobald sie an der Kasse stehen. Und das ist nicht gut. Wenn der jetzt. Ach so, jetzt sucht er nochmal nach Tomaten, ja, du wirst keine finden. Aber nun gut, lass mich nochmal Tomaten suchen. Wird ja nicht so lange dauern. Keine Tomaten. Habe ich beim ersten Mal auch schon gemerkt. Was mir auffällt, ist, dass die Tomaten ein schöneres Rot haben als die Äpfel. Ist zwar nicht echt aus, aber dann kann man auch einen grünen Apfel zeigen. Weil das komische Rot, das sieht einfach nicht schön aus. Ist wirklich so. Das sieht aus wie das Operrot da oben. Bei Wilhelm Weise. So, und jetzt gucken wir mal, wie sieht es an der Kasse aus. Was sagt er? Was macht er? Wie geht seine Stimmung runter oder rauf? Seine Stimmung geht rauf, aber Katze, das ist gut, weil schnell geht wahrscheinlich. Okay. Dann haben wir das schon mal erledigt. Schauen wir mal. Ihn hier an. Okay, nee. Wobei, das könnte. Na, doch nicht so. Der hat drei Sachen und einen davon. Ah, hier haben wir was. Wenn ich sie wäre, würde ich zuerst zur Pizza,
Genau, als nächstes dann zu den Chips, dann zu den Soßen und dann zu den Getränken. Nee, zuerst Soßen, Chips, Getränke. Jetzt passt es. Ja. Hat sich tatsächlich sogar so entschieden. Oh, den Fisch habe ich übersehen. Ja, dann ist es so auf jeden Fall am logischsten. Das ist am besten so. Wie steigt denn Ihre Stimmung? Oder sinkt sie oder so? Ja, die steigt schon langsam. So, dann als nächstes Chips. Genau, das passt. Und dann Getränke. Und dann, wer hätte es gedacht, sucht sie noch einmal nach Tomaten. Wie jeder Mensch. Ich würde natürlich auch am Supermarkt im Regal immer zweimal schauen, wenn ich mir schon sicher bin, es gibt keine Tomaten. Mache ich auch immer so, keine Sorge. Also ihr seid nicht die Einzigen. So, wie immer, keine Tomaten. Gut, dann geht's an die Kasse. Sie ist wieder mies gelaunt. Und hat die Safttüte runtergeschmissen. So eine. Was macht sie jetzt? Ist es ihr Ernst? Ich dachte, sie drängen jetzt gleich vor. Ich hab's kommen sehen. Aber war dann zum Glück nicht so. Ja, toll. Sie findet scheiße. Kinder sind im Allgemeinen sehr schlecht zu. Ja. Befriedigen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, das Wort befriedigen, aber es stimmt ja an sich. So, was willst du? Chana Chili. Aha. Oh, die geht viel einkaufen. Und ich glaube, wir haben auch alles, was sie will. Nee, Hundefutter haben wir nicht. Oh doch, stimmt, Hundefutter haben wir sogar. Dann haben wir, soweit ich das sehe, alles. An ihrer Stelle würde ich jetzt zuerst Ananas holen, danach Kaffee und Ding. Kaffee und Nudeln. Als nächstes zum Waschmittel, dann zum Joghurt. Ich habe die Kartoffeln vergessen, die kommen nach Nudeln und Dingen. So, und danach, wenn sie beim Joghurt war, Tierfutter und dann Blumen. Gucken wir mal, funktioniert's? Ja, sie geht weiter zum Waschmittel. Jetzt ist die Frage, geht sie zuerst zum Joghurt oder zuerst zum Blumen? Weil von der Position aus könnte es interessant werden. Sie geht zuerst zum Joghurt. Okay, dann liege ich richtig, oder? Ich dachte, wir haben anders. Da muss ich nochmal nachschauen. Das hat mir jetzt die Augen geöffnet, das mit der Ananas. Aber sie ist gut gelaunt, das ist gut. Das gefällt mir. Wunderbar. So, Tierfutter. Jetzt geht die Stimmung eigentlich erst wieder runter, weil Müll liegt. Da kommt aber schon die tatenfreudige Mitarbeiterin und putzt. So, dann Blumen. Oh, die sind beliebt heute, sehe ich. Perfekt. Und jetzt nochmal nach der Ananas suchen. Genau. Boah, das ist immer das Schlimmste, wenn die Kunden dann nochmal nach der Ananas suchen. Ich verstehe es ja. Boah, jetzt lass mich doch. Oh, ich will erstmal der Kunde zugucken, wie sie einkaufen geht. Ja, huhu. So. Das sieht gut aus soweit. Ja, keine Ahnung was. Wie immer. Und dann jetzt würde ich eigentlich. Ja, die geht normal zur Kasse. Stellt sich einfach ganz normal hinten an. Wie jeder Mensch es machen würde. Das gefällt mir auch besser als die eine von vorhin. So, geht ihre Stimmung jetzt runter? Ist die Frage. Nein, sie geht hoch an der Kasse. So, gut. Ja, dann müsste jetzt der Marathon losgehen. Da kommen auch schon die ersten Sportler von da hinten. Ja, huhu. Sportler, wo seid ihr? Ja, alle, kommt ihr alle von da hinten oder was? Nee, da kommt nur eine Oma. Boah, ich kann da nicht putzen, die Blöde. Perfekt. Jetzt lass mich doch deine Ecke putzen.
den Mitarbeitern schon geputzt. So, ich muss, glaube ich, auch gleich dafür sorgen. Ja, sieht so aus, dass beide Kassen besetzt, also dass mindestens zwei Kassen besetzt sind. Dementsprechend bin ich nochmal zur Kasse. So, und ich würde sagen, der Rest des Videos ist jetzt ein Timelap. Und ich sage jetzt mal tschüss. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.